Einen wunderschönen guten Morgen, es ist Montag, 7 Uhr, Zeit für den. Montags wird ein blinder Mann und eine Familie mit drei Kindern kommen gleichzeitig bei der Bushaltestelle an. Der Bus ist brechend voll und es können nur noch 4 Personen mitfahren. Also steigt die Mutter mit ihren drei Kindern ein. Der Vater und der blinde Mann entschließen sich, zu Fuß zu gehen. Als sie so dahin wandern, kommt dem Vater irgendwann so, er ist so genervt von dem Blindenstock, der immer so am Asphalt tak, 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 tak. Dieses Scharren und Klopfen. Irgendwann reicht es ihm und er sagt zum blinden Mann, Entschuldigung, aber Ihr Stock ist echt extrem nervig. Könnten Sie da vorne nicht irgendwas über die Spitze geben? Sagt der blinde Mann, Sie müssen reden. Hätten Sie was über Ihre Spitze gezogen, würden wir jetzt im Bus fahren. Der Montagswitz. Das war der Montagswitz für die Woche. Wenn euch gefallen hat, gebt mir ein Like, teilt ihn auf eurer Facebook-Seite, erzählt ihn euren Kollegen, euren Freunden und habt damit einen guten Start in die Woche. Wenn ihr ein Abo da lasst, seid ihr nächste Woche sicher wieder dabei. Und bis dahin, danke fürs Dabeisein und man sieht sich.